Hallo und willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe auf diesem Kanal. Und zwar fangen wir jetzt mit Python an. Dafür erstmal ganz kurz besprochen, so ein bisschen die Vorteile und Nachteile von Python. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber so grundlegend die wichtigsten Eigenschaften, die will ich hier mal kurz erläutern. So, als wichtigster Punkt sollte man immer im Kopf haben, Python ist eine sehr abstrakte und dadurch auch simple Sprache. Python ist nicht sonderlich komplex. Die Grundlagen kann man relativ schnell lernen. Und das kriegt Python unter anderem durch eine sehr hohe Abstraktion hin. Das heißt, Python ist nicht sehr nah an der Maschine. Ein Beispiel für diese Abstraktion wäre die dynamische Typisierung, mit der wir uns noch im Detail beschäftigen werden während der Reihe. An die Anfänger, lasst euch von solchen Begriffen hier wie dynamische Typisierung oder sowas nicht abschrecken. Keine Sorge, wir werden das, wie gesagt, im Laufe der Reihe alles besprechen. Der nächste Punkt ist, dass Python eine sehr beliebte Programmiersprache ist, die auch mit der Zeit immer beliebter wird. Das hat einige Vorteile, zum Beispiel findet man sowohl als Anfänger als auch als Fortgeschrittener oder Profi relativ schnell Hilfe, wenn man irgendwas sucht. Sei es irgendein Problem oder auch einfach nur irgendeine Beschreibung oder irgendein Tutorial zu irgendetwas. Zum Beispiel Dokumentationen sind dadurch, dass Python so beliebt ist und weit verbreitet, auch recht gut geführt. Der nächste Punkt ist, dass Python dadurch eine relativ große Library hat. Das heißt, man findet eigentlich zu allem, was man haben will, irgendeine Library und kann das dann irgendwie verwenden. Ein meiner Meinung nach eher Nachteil ist, dass Python eine Skriptsprache ist. Klar, das hat auch Vorteile, aber ich finde, die Nachteile überwiegen hier tatsächlich. Eines der größten Probleme dabei ist die sehr schlechte Performance von Python. Erstmal zum Verständnis, eine Skriptsprache ist eine Programmiersprache, die direkt vom Quellcode aus ausgeführt wird. Also normalerweise wird eine Programmiersprache, nachdem der Code geschrieben würde, kompiliert. Das heißt, der Quellcode wird zu einer ausführbaren Datei umgeändert. Aber dieser Schritt entfällt bei Python oder allgemein bei Skriptsprachen. Das heißt, ihr führt direkt den Quellcode aus. Und dadurch muss das Ganze ja auch während der Laufzeit alles interpretiert werden, bevor es überhaupt ausgeführt werden kann. Und das führt zu einer schlechten Performance. Ein zweiter nochmal wichtiger Nachteil, und danach war es das auch mit der Skriptsprache hier, ist, dass man so relativ schwierige Fehlerbehandlungen machen kann. Denn normalerweise, wenn eine Programmiersprache kompiliert wird, dann kriegt ihr den Fehler direkt, während die Programmiersprache kompiliert wird. Das heißt, das Programm wird gar nicht ausgeführt. Bei Python wird das Programm ausgeführt und erst, wenn ihr an dem Punkt seid, wo was schief geht, erst dann kriegt ihr den Fehler. Erst dann schmiert das Ganze ab. So, nächster Punkt. Python versucht Pseudocode-artig zu sein und ist dabei eigentlich meiner Meinung nach auch relativ erfolgreich. Pseudocode ist im Prinzip einfach Quellcode, der von jedem Programmierer, egal welchen Kenntnisstandes, egal welche Programmiersprache oder sonst was, verstanden werden kann. Das heißt, wenn ihr Python-Quellcode habt, zumindest wenn es relativ simpler Python-Quellcode ist, dann kann der eigentlich von so gut wie jedem Programmierer verstanden werden. So, zum letzten Vorteil, den wir uns jetzt erstmal angucken. Mit Python etwas zu programmieren geht meist deutlich schneller als mit anderen Programmiersprachen. Das liegt einfach daran, dass man in Python für das Gleiche, was man machen will, deutlich weniger Zeilen an Code braucht. Das ist auch zum Teil der Abstraktion und der Tatsache, dass es eine Skriptsprache ist, geschuldet. Gut, widmen wir uns mal kurz dem Punkt, für wen ist diese Reihe denn geeignet? Im Grunde erstmal für jeden. Von Anfänger bis Fortgeschritten bis Profi, wobei ein Profi vielleicht seine Probleme hat, nicht das zu verstehen, sondern nicht einzuschlafen, weil vor allem der Anfang natürlich, wie gesagt, ist auch für Anfänger geeignet sein, relativ ausführlich beschrieben wird. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht mehr so problematisch, da Python durch die hohe Abstraktion gar nicht so genaue Grundlagenerklärungen benötigt. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht einem Vollprofi, also damit meine ich wirklich jemanden, der schon ein paar Jahre in der Materie ist und ein paar Programmiersprachen kennt oder so, bei Python vielleicht eher nach einem wirklich schnellen Crashkurs zu gucken. Denn Python kann man eigentlich relativ schnell lernen. So komplex ist die Sprache nicht. Aber Fortgeschrittene und Anfänger sind ja sehr gut aufgehoben. Deswegen hier mal kurz ein Ablaufplan. Für die Anfänger vielleicht relativ uninteressant, außer dass man sieht, wie viele Episoden es ungefähr erstmal werden. Die Fortgeschrittenen können hier vielleicht schon ein bisschen was sehen. Auf jeden Fall könnt ihr das erstmal so als vorläufigen Ablaufplan euch merken. Ihr seht, das werden jetzt erstmal roundabout 35 Episoden und das sind dann die Grundlagen. Danach geht es noch weiter, aber das wird dann alles von Zeit zu Zeit kommen. Das gehört dann hier nicht mehr unbedingt zum Grundlagen-Tutorial, kommt aber höchstwahrscheinlich, jedenfalls laut momentanem Plan, noch in die gleiche Playlist mit rein. Gut, als Fazit kann man festhalten, dass Python heutzutage eine relativ wichtige Programmiersprache ist, die für viele Bereiche sehr gut geeignet ist.
Man sollte heutzutage als Programmierer, wenn man es ernst meint, Python zumindest an den Grundlagen beherrschen. Also meiner Meinung nach ist es ganz sinnvoll, sich Python einfach mal angeguckt zu haben. Man muss es ja nicht alltäglich verwenden. Ich persönlich muss auch sagen, Python ist nicht meine absolute Lieblingssprache. Es gibt einige Dinge, die ich an Python nicht mag. Aber alleine dadurch, dass man so schnell zu seinem Ziel kommt, wenn man mit Python programmiert, ist diese Sprache, finde ich, relativ attraktiv. Nochmal kurz als Anmerkung, auch wahrscheinlich eher interessant für die Fortgeschritteneren, und zwar, welche IDE wir nutzen werden. Für die ersten Videos werde ich auf eine IDE verzichten, weil das für einen Anfänger auch erstmal ein bisschen viel sein könnte. Und für Python braucht man jetzt für die ersten Sachen nicht zwangsläufig eine IDE. Aber ab einem gewissen Punkt werden wir dann mit PyCharm arbeiten. Das werde ich dann aber auch alles nochmal genauer erklären. Das Tutorial selbst hier werde ich auf Windows aufnehmen, aber ihr könnt natürlich auch auf jedem anderen Betriebssystem mit Python arbeiten. Unter Linux zumindest gibt es auch PyCharm. Gut, das wäre es dann eigentlich auch erstmal so als Einleitung. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Tutorial-Reihe und ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video hier gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!